Während in der Ukraine Krieg herrscht, fand diese Woche auch der Internationale Frauenkampftag statt. Über Geschlechterungleichheit in der Arbeitswelt spreche ich jetzt mit Sophia Michaelis, Referentin für Frauen- und Gleichstellungspolitik beim DGB Niedersachsen. Hallo. Hallo, guten Tag. Frau Michaelis, im Jahr 2022 haben wir die strukturelle Ungleichheit von Mann und Frau noch immer nicht überwunden. Wie macht sie das im Lebensbereich Arbeit bemerkbar? Ja, auf sehr vielen Ebenen. Neben dessen wir natürlich auch sehen und wertschätzen, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen immer noch stark zunimmt, sehen wir es recht kritisch, dass die Erwerbsarbeit von Frauen im Teilzeitbereich hauptsächlich zunimmt. Jede zweite Frau ist in Teilzeit beschäftigt und rund 60% der Minijobs werden von Frauen ausgeführt. Das bedeutet natürlich, dass Frauen, auch wenn sie auf dem Arbeitsmarkt sehr gut repräsentiert sind, weniger Chance haben, für ihre existenzielle Absicherung zu sorgen und vor allem auch ihre ökonomische Unabhängigkeit. Das sind Punkte, die wir sehr kritisch sehen, um mich kurz zu fassen. In Ihrer letzten Pressemitteilung haben Sie gesagt, dass die angekündigte Anhebung der Verdienstgrenze bei Minijobs, Zitat, ein gleichstellungspolitischer Schritt zurück sei. Was meinen Sie damit? Genau das, was ich eben angerissen habe. Bei Minijobs ist hervorzuheben, dass sie nicht sozialversicherungspflichtig sind. Das bedeutet, es gibt keine Erstattung für Urlaub, Krankheitstage ist auch manchmal schwierig. Aber das Wichtigste, wenn man über Frauen spricht, ist, dass die Frauen nicht für ihre Altersvorsorge ausreichend vorsorgen können. Was natürlich ist dramatisch zuspitzt. Natürlich ist es gerade für Studierende vielleicht nett, wenn man jetzt 520 Euro statt 450 Euro verdienen kann, aber gerade für die Absicherung von Frauen bedarf es Arbeitsverhältnisse, die sich lohnen und die wirklich absichern. Es kann unserer Meinung nach nicht sein, dass nicht sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen attraktiver sind als eine existenzsichernde Beschäftigung. Sie haben jetzt einige Kritikpunkte genannt, aber welche arbeitspolitischen Forderungen stellen Sie denn zum Abbau der sozialen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern? Also erstmal zu loben ist der Mindestlohn. Der ist für uns wichtig und gerade Frauen kommen die 12 Euro wirklich zugute. Ist für uns Gewerkschaften natürlich nicht der Königs- oder Königinnenweg, sondern es braucht Tarifbindung. Gerade Frauen profitieren von guten Tarifverträgen. Das fordern wir zum einen. Zum anderen fordern wir die Aufwertung von frauendominierten Branchen. Gerade die Branchen, wo Frauen hauptsächlich beschäftigt sind, wie die Pflege, der Erziehungsbereich oder Gebäudereinigung. Das sind Branchen, die immer noch nicht ausreichend bezahlt sind, wo die Arbeitsverhältnisse immer noch nicht zufriedenstellend sind. In der Pflege sehen wir das an der Verteilung des Personals. Der Personalschlüssel ist nicht gut genug. Und wir fordern neben vielem anderen, aber ich glaube gerade in Zeiten der Pandemie besonders wichtig zu erwähnen, eine gerechte Aufteilung der unbezahlten Care-Arbeit. Das meint die Fürsorgepflicht oder Fürsorgearbeit für Angehörige und Kinder, die Erziehungsarbeit. Hier, gerade in Corona, haben Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, um dieser Care-Arbeit, der Sorgearbeit gerecht zu werden und die Männer eben nicht. Und hier brauchen wir gerechtere Verteilungsmechanismen. Dann haben Sie vielen Dank, Sophia Michaelis, Referentin für Frauen- und Gleichstellungspolitik beim DGB Niedersachsen. Super, vielen Dank.